Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe vorhin, letztens, vor ein paar Tagen, einmal eingezeigt einen Ausschnitt eines Interviews mit Joachim Hansen bezüglich seines Films Der Stern von Afrika. Und hier ist er, gibt es als DVD für irgendwie 4,99 € oder so. Und ich habe jetzt vor, mit euch eine kleine Filmbesprechung zu machen. Das heißt, wir gucken uns einige Szenen an bei dem Film. Ich werde sie erklären, einordnen. Ihr bekommt einen Eindruck von dem Film. Ich werde auch noch was sagen zu den Flugzeugen, zu den Uniformen, dieses ganze Zeug. Einmal so als Rundumschlag. Nein, ich werde nicht den gesamten Film vorführen. Und nein, ich werde nicht den Film ohne Kommentar vorführen. Warum tue ich das nicht? Ich möchte, wenn euch der Film gefällt, ihr seid interessiert, dass ihr euch diesen Film bitte auf DVD kauft, 4,99 €, weil nur dann, wenn diese CDs oder jetzt Blu-rays verkauft werden, kommen die Verlage auch auf die Idee, andere Filme rauszubringen. Wer immer nur umsonst abgreifen will, der hilft keinem dabei, ne? Das ist hier mit Kindermütter und General so, das ist hier mit Die Brücke so. Ich war 19 und alle anderen auch, ne? Die gibt es alle zu kaufen. Und ja, wie gesagt, ich werde einige Ausschnitte von dem Film zeigen, werde sie einordnen, werde sie erklären und wenn euch das ärgert oder das nervt, dann bitte ich euch jetzt abzuschalten. Dankeschön. Ne, nicht, dass wieder einer sagt, das ist ja doof, du laberst da immer rein. Genau, das ist der Sinn einer Filmbesprechung. Fantastisch. Ich gucke sehr viele Filme, gerne Filme. Kümmere mich um die Geschichte, ne? Also ich versuche alles über die Geschichte rauszukriegen der Filme, über die Umstände, wo sie gedreht wurden. Habe ich bei Hundewold ewig Leben ja auch schon gemacht. Oder bei Kinder mit einem General. Ja, mal gucken. Jetzt ist der Stern von Afrika dran, ne? Worum handelt er? Jeder kennt den Stern von Afrika wahrscheinlich, ne? Hans-Joachim Massé. Der Jagdflieger, ein sehr junger Jagdflieger, hat den Krieg nicht überlebt, hat geschmeidige 158 Luftsiege erlebt oder ja, errungen bei 388 Einsätze und er ist einer der wenigen wirklich hoch ausgezeichneten Jagdfliegern, die alle Erfolge gegen westliche Streitkräfte gemacht haben. Er war nie an der Ostfront, er hat gegen Engländer und Amerikaner gekämpft. Nie gegen Russland. Ne? Deshalb, wenn ihr denkt, naja, 158, ne? Hartmann hatte 352 Abschüsse gehabt zum Beispiel. Ne? Ja, fast alle davon oder alle davon an der Ostfront. Und das ist halt der kleine Unterschied. Ne? Damals war es auch schon so, dass ein Luftsieg gegen Briten oder Amerikaner halt als etwas komplizierter, schwerer waren als gegen sowjetische Flugzeuge gerade am Anfang, ne, als die sowjetischen Flugzeuge, naja, minder effektiv waren, ne? Die Rata und was weiß ich was alles, ne, oder die I-153. Die meisten großen Anfangserfolge hat man halt gegen Franzosen und gegen Russen eingefahren nachher, ne? Und später war das dann gegen die Luftstreitkräfte der Amerikaner und Briten nicht mehr ganz so einfach. Wie gesagt, Stern von Afrika wurde 1956 gedreht. Musste sich ein bisschen Kritik einfallen lassen, dass er in Teilen zu kritiklos mit dem Thema umgeht. Aber wir kommen dazu nachher noch, warum das so war. Wir fangen einfach mal an mit dem Anfang. Und ja, los geht's. Thank you.
hier machen wir mal ganz kurz den ersten Halt. Wir sehen hier einige Namen. Hans-Jörg Felmy, Horst Frank, Karl Lange, genau. Alle diese Jungs wurden eigentlich, Hans-Jörg Felmy auch, kennt sicherlich jeder, Horst Frank sowieso, der hat auch in ganz vielen Kriegsfilmen mitgespielt in den 50er Jahren, genauso wie Joachim Hansen auch, die wurden gecastet für den Film erstmals und die kamen vom Theater. Das waren junge Theaterschauspieler, Anfang 20 waren sie alle. Und die haben alle vorgestellt für die sich vorgestellt für die Rolle des Massé. Und ja, Joachim Hansen ist es geworden. Und Hans-Jörg Felmy und Horst Frank und Werner Bruns und so, die haben Nebenrollen gekriegt, nenne ich es mal. Ne? Und das war für die damaligen, damals waren es echt die großen drei des deutschen Fernseh- und Kinofilms, ne? Horst Frank, Hans-Jörg Felmy und Joachim Hansen, das war deren erste wirkliche Kinofilme. Wie gesagt, die kamen alle vom Theater vorher. Wir können weiter. So. Drehbuch Herbert Reinecker. Wir haben eben gesehen, Regie Alfred Weidemann. Herbert Reinecker wird jeder kennen. Es war einer, der am meisten Drehbücher geschrieben hat und auch ein bisschen Regie geführt hat in der Nachkriegszeit. Der dieser Herbert Reinecker war während des Krieges Kriegsberichter der Waffen-SS und hat im Krieg schon Propagandafilme gedreht. Unter anderem den Film Junge Adler 1944, ging um Jagdflieger. Propagandafilm Jagdflieger. Herbert Reinecke Drehbuch geschrieben und Regie hat geführt Alfred Weidemann. Und die beiden haben hier nach dem Krieg wieder für diesen Film zusammengearbeitet. Ne? Drehbuch Herbert Reinecke und Regie Alfred Weidemann. Reinecke war total bekannt, der hat über 500 Drehbücher geschrieben. Und zwar zum Beispiel Derrick, Edgar Wallace ganz viel, der Kommissar, Traumschiff, also sowas hat er alles gemacht. 500 Filme hat er nach dem Krieg gemacht. Und der Alfred Weidemann war im Dritten Reich HJ-Bannführer und Propagandabeauftragter. Der HJ hat also ganz viele Schinken dazu gedreht, ne? Und ist dann nach dem Krieg hauptsächlich Romanschriftsteller geworden, hat Jugendromane geschrieben und hat ganz viel Regiearbeiten durchgeführt. Wie gesagt, jetzt in diesem Fall haben Herbert Reinecker und Alfred Weidemann wieder zusammengearbeitet. Ne? Im Krieg haben sie Propagandastinken wie Nazis hergestellt und nach dem Krieg haben sie in ein, zwei Projekten zusammengearbeitet und haben irgendwelche schönen Filme gedreht. Schöne Anführungsstriche. Ne? So, weiter geht's. Das ist jetzt eine Szene, fängt gleich damit an, der ganze Film, ne? Und zwar Hans-Joachim Marchsee ist 1919 geboren und 38 freiwillig zur Luftwaffe gemeldet als Pilot, als Flugzeugführer. Und diese Szenen hier sind seine ersten Flugübungen und Erfahrungen
Und zwar war er stationiert in der Fliegerschule in der Wiener Neustadt. Da sind wir jetzt. Er liebt, oder er fliegt. Er liebt es zu fliegen. Aber er war äußerst disziplinlos. Ja. Nummer 7 fertig zum Anflug. Schießerlaubnis. Nummer 7 Schießerlaubnis. Wer ist denn der Wahnsinnige? Heinrich Marseille, Major. Treffer mitten im Ziel. Ja, das sehe ich auch. Ich verbitte mir ein für alle Mal, diese Art zu fliegen, Marseille. Sie sind ja bei der Luftwaffe und ich beim Zirkus. Machen Sie Ihre Kunststücke woanders. Sagen Sie mal, war Ihnen die Anflughöhe nicht bekannt? Jawohl, Herr Major, aber ich dachte, je näher ich rangehe, umso besser treffe ich. So, dachten Sie. Ich will Ihnen mal was sagen, Marseille. Denken Sie weniger und halten Sie sich mehr an die Vorschriften, danke. Kommen Sie. Da hast du ja wieder einen süßen kleinen Anpfiff gekriegt. Und hat er verdient, finde ich. Bloß immer vorweg, bloß immer der Erste sein. Wieso? Ich bin ein bisschen tief gekommen, aber ist doch kein Grund. Sagte der Nichtschwimmer und ertrank. Hör auf mit deinem Quatsch. Ich will euch sagen, was los ist. Mit mir haben sie es eben immer. Schön, ich mache eine Menge Blödsinn, aber wen erwischen sie? Was sehen? Vielleicht liegt doch daran, du machst mehr Blödsinn als er macht. Wieso? Achtung! Weitermachen. Jochen, bitte komm doch mal. Ach, ist das alles maßlos traurig. Finde ich gar nicht. Hast du gehört, Robert, wie sie mich wieder fertig gemacht haben? Und mit Recht. Jetzt fängst du auch noch an. Ich weiß es ja. Aber ich bete ja auch jeden Abend. Lieber Gott, wie wär's mit ein bisschen Disziplin? Wenn du so weitermachst, Jochen, schmeißen sie dich noch raus hier. Am wohlsten fühle ich mich in der Luft, wenn sonst kein Schwanz in der Nähe ist. So wie morgen, da macht man Orientierungsflug nur nach Karten. Siehst du, das ist eine Sache. Ich hätte Frage. Sagen Sie mal, wo bin ich hier eigentlich? Ist das da drüben Kirchdorf? Ja. Da siehst du. Und der Hügel da, das ist doch der, wie heißt der noch? Friedenweiler Kopf. Friedenweiler Kopf. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Dann. Hey, was denn hier los? Entschuldigung, geht sofort weiter. Sehen Sie sowas an. Landet mitten auf der Autobahn. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist eine Geschichte, die ist ihm tatsächlich passiert. Er hat sich einmal völlig verflogen. Ist dann auf einer Autobahn gelandet und hat nach dem Weg gefragt. Das haben sie natürlich hier in den Film auch verwurstet, dieses Thema, ne? Aber ja, das hat ihn dann auch nachher ein Diszi eingebracht. Ist was passiert? Nein, aber da wird noch was passieren. Auf der Autobahn landen, das können Sie doch nicht entschuldigen, oder? Nein, natürlich nicht, Herr Major. Ich wollte nur sagen, Marseille, wir sind zusammen groß geworden. Wir wohnen im gleichen Haus. Marseille ist sehr, sehr einsatzfreudig. Allerdings. Ein bisschen unbesonnen vielleicht, weil er hat sehr viel Temperament. Mensch, Jochen, mach doch nicht so ein trostloses Gesicht. Fang gleich an zu heulen. Lass ihn doch, schließlich hat er doch einen Grund. Ach, können Sie nur hier rausschmeißen? Tun Sie nicht, den nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Mich würden Sie rausschmeißen, wenn ich mir das alles geleistet hätte, aber ihn nicht. Ich mir vorstelle, nicht mehr fliegen, ich werde wahnsinnig. Sprach der Knabe voller Wut und bereute sein Übermut. Hör auf mit deinen Gedichten, ich kann jetzt los. Verdammter Mist! Heinrich Marseille, ich sehe mich genötigt, Ihnen einen strengen Verweis zu erteilen und mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie bei der nächsten Gelegenheit mit dem Ausschluss aus der Schule rechnen müssen. Ich bestrafe Sie mit 4 Wochen Flugverbot. Eintreten! Oberleutnant Gitt, lassen Sie abrücken. Das vergesse ich dir nie, Robert. Recht! Um! Im Rechnen! Man muss wirklich sagen, es sind schöne Uniformen, die sie da haben, ne? Also schön geschneiderte Fliegerblusen und so. Doch. Das haben sie damals echt, bei dem Film haben sie sich da Mühe gegeben. Wenn
dass Ihre Mütze schief sitzt? Nein, Oberst. Jawohl, Oberst. Sie sollten wissen, wie ein angehender Offizier sich zu benehmen hat. Jawohl, Oberst. Sie hören jetzt in einem Sonderbericht den Kommentar der Reichsregierung zu den gescheiterten Verhandlungen um Danzig und die Frage des Korridors. Sacher Kuller, jetzt schafft. Danke. Du, was hast denn du zu der Lage? Was für eine Lage? Und die Reichsregierung noch einmal ihren Standpunkt. Die polnische Regierung hatte im Laufe des Tages einen Unterhändler nach Berlin schicken sollen, der mit allen Vollmachten... Na, hören Sie denn kein Radio? Sieht doch mulmig aus. Mulmig hat schon öfter ausgesehen, Kulle. Bei mir saß heute viel mulmig aus. Das Karl-Anzeiger. Steht schon was drin? Nee, noch nicht. Hallo, guten Tag zusammen. Wo bist du ja, mein Junge? Sag mal, Mann, was hat dein Sohn dir mitgebracht? Und eine Menge Kunststücke bei. Jetzt geht's um Familie. Du weißt, ich finde die Ecke ziemlich oft zum Sehen. Sag schon Nachrichten. So, der Krieg ist alle angefangen und wir sehen hier wieder, wie bei den meisten anderen Filmen auch, bei Hunde wollt ewig leben zum Beispiel, dass man jetzt originale Filmaufnahmen reingeschnitten hat, weil man sich da etwas Geld spart in der Produktion. Jo. Der Krieg ging weiter. Schon überflogen deutsche Flugzeuge den Kanal und noch übertönten die Fanfaren des Sieges die Stimmen der Angst, der Besinnung. In Wirklichkeit begann die Tragödie der deutschen Jugend, die blind und gläubig ins Verderben lief. Marseille ist im August 1940 zum Lehrgeschwader 2 gekommen. Das war an der Kanalküste ein Ausbildungsgeschwader, wo die Leute erstmal Erfahrungen sammeln sollten. Und ist dann später, wo er die ersten 5 Abschüsse hatte, zum Jagdgeschwader 52 gekommen. Und hat dort jedes Mal Ärger mit Johannes Steinhoff, dem Kommandeur oder dem Kommodore, bekommen. Und ja. Da hat er dann sogar 2 Distis und einmal 5 Tage Arrest bekommen. Der gute Marseille. Zu den Flugzeugen kommen wir nachher nochmal ganz genau. Ich sage aber schon mal, das hier sind jetzt gerade Modelle, die da fliegen. Und nachher haben sie tatsächlich richtige Flugzeuge. In manchen Filmaufnahmen. Was ist? Was sagen Sie? Sie haben ihn noch nicht gefunden. Was heißt nicht gefunden? Ich habe ihn doch selber runtergehen sehen aus Sonsland. Er muss noch rausgekommen sein. Ich habe doch angegeben, wo das war. Aber Sie haben ihn noch nicht gefunden, Marseille. Obwohl unsere Maschinen laufend über der Stelle suchen. Außerdem wird es gleich dunkel. Marianne, nein. Wie schwer es dann unser Seenotdienst hat, wissen Sie ja. Dann habe ich diesen und den und jenen zur Kasse, meine Herren. Na, was ist? Machen Sie mal mit. Versorgt natürlich. Mach doch mal einer die Musik aus. Warum denn? Warum? Weil ich sie nicht hören kann, ganz einfach. Ach, hör mir auf. Bloß davon kommt auch keiner wieder. Was ist? Haben Sie ihn gefunden? Nein. Sie suchen noch, aber. Seid doch ruhig.
darf ich mal fragen, was ihr euch eigentlich vorstellt. Du hast 4 Abschüsse, ich habe 5 und du 2. Schuldige seid heute ja 3. Aber die anderen schießen doch auch. Wird zum Geschäft, dass ihr auch mal treffen dürfen. Los, mach die Musik wieder an. Der Horst Frank ist immer so ein bisschen negativ, ne? Immer so der kleine negative Kritiker. Bei Hunde wollt ihr ewig leben, war der schon der kleine Kritiker, der, ne? Und auch in den ganzen Edgar Wallace-Filmen und so. Er war immer so dieser so ein kleiner Widerporst, ne? Das war so Horst Frank sein Markenzeichen. Manschetten gehabt, du bist abgesoffen. War auch nah dran. Du, den Burschen, der dich auf dem Gewissen gehabt hätte, den hätte ich über ganz England gesucht. Den hätte ich dir nachgeschickt. Was mich sehr beruhigt hätte. Ist doch was, Robert? Nein, nur. Weißt du, so eine ganze Nacht auf dem Wasser. Ich meine, du weißt nicht, ob sie dich finden. Siehst nicht. Nur mal zum Einordnen. Der Film spielt 1940. Ne? Die Leute, die Piloten haben schön nachgeschneidert, aber halt nachgeschneiderte Kanalhosen an, die gab es zu dem Zeitpunkt in der Form nämlich noch nicht und 1940 hatten sie so diese Art Kübelwagen auch gerade mal noch nicht. Aber gut, sind original, also sehen gut aus, die Sachen, ne? Der Kübelwagen ist schön, die Hosen auch und das ist jetzt so ein bisschen Korinthenkackerei. Man sagt, ja, zu dem Zeitpunkt, wo der Film jetzt diese Szenen spielen, gab es die Kanalhosen aber noch nicht. Ja, geschenkt. Das hörst nicht. Nur das verdammte Seewasser, das deren Magen umdreht. Aber sie haben dich gefunden. Jetzt ist ja alles in Ordnung. So, jetzt kommen wir mal zu den Flugzeugen. Die werden wir gleich öfter sehen. Und zwar sind das keine BF-109. Naja, fast nicht. Und zwar sind das spanische Nachbauten. Ne? Und zwar von der, heißen die HA 1112 oder 1112 und sind Kopien, spanische Kopien der BF-109-G2. Und die werden wir gleich noch öfter sehen, die guten Stücke. Jetzt zur Marine. Ja, das Wasser, du. Sie meinen Fehler, wenn man nicht in der Badewanne badet. Nichts ist schlimmer, sagt Herr Krause, als das kalte Wasser einer Brause. Sagt Ringelnatz. Hey Jungs, das Neueste, das wisst ihr ja noch gar nicht. Wir verlegen nach Afrika. Stellt euch das vor, Palmenwüste, Araber. Bauchtänzerin. Afrika, ich werd verrückt. Na klar, wenn ich ertrinkt, soll verdursten. Und der Weg nach Afrika geht über... Kinder, sag's Ihnen, mir versagt die Stimme. Geht über Paris, wo all die hübschen Mädchen sind. Weißt du was, Robert? Wir lassen Marianne kommen. Marianne, wohin? Nach Paris, Mensch. Das kriegen wir schon irgendwie. Jochen, wenn das geht... Warum dort nicht? Die haben hier jetzt halt ein bisschen ausgelassen, so dieses Ding, dass er erst beim Lehrgeschwader war, dann nach 5 Abschüssen zum Jagdgeschwader 52 kam. Das geht hier so ein bisschen unter, ne? Also, die sind jetzt bei irgendeiner Einheit an der Kanalküste, haben jetzt gegen die Engländer gekämpft und gehen jetzt nach Afrika mit dem Jagdgeschwader 27. Da geht's hin. Und zwar war das im Februar 41. Da sind sie nach Afrika gegangen. Paris ist wunderbar. Ja, ich glaube. Ich kenne ja nur dieses Zimmer. Die Hotel. Das ist wieder. Ja. Ist alles nur schlimmer. Und ist das schlecht? Das war wieder so ein bisschen jetzt, ja, so, das war wieder so ein bisschen Charakterbildung der Rollen, ne? Wurde schon angekündigt, dass der Marseille, also Joachim Hansen, kein Nazi ist, sondern eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat und auch ein bisschen kritisch eingestellt ist und so weiter und so fort. Ja.
Kurz zu den Maschinen nochmal. Also, wie gesagt, HA, also Hispano Aviación 1112 oder 1112, wie es ausgesprochen wurde, ne? B-109G2 nachbaut. Und zwar 1943 hat Deutschland die Lizenz erteilt, dass die Spanier 200 dieser Maschinen nachbauen dürfen in Lizenz. Und zwar haben sie für die ersten 50 die Zellen geliefert und der Rest wurde dann später in Spanien komplett hergestellt. Und weil die den Motor nicht hatten, den DB605 Motor, die Deutschland davon selber zu wenig, konnten keinen abgeben, haben die nach einem Rumprobieren mit verschiedenen Motoren die Spanier den Rolls-Royce Merlin 500 Motor eingebaut. Und deshalb musste ein bisschen die Front, die Motorabdeckung so geändert werden. Ne? Deshalb sieht das Ding nicht komplett aus wie eine G2. Aber so die Zelle, Tragflächenform und so, die war halt, ja, die war halt noch Messerschmitt. Dings, ne? Und die letzten HA-1112 wurden ausgesondert oder eingestellt 1965. Da sind die letzten außer Dienst gestellt worden. Und die meisten, ich glaube so drei Viertel aller heute rumfliegenden BF-109 sind in Wirklichkeit spanische HA-1112, die optisch wieder mit einem neuen Motor, neuer Abdeckung und so wieder auf BF-109 aussehen, getrimmt wurden. Und der Spitzname der Spanier war Buchon. Oder Buchon. Kann kein Spanisch. Das heißt dann die Taube mit dem großen Kopf. Weil der Motor so, eigentlich war der Motor ein bisschen unförmig. So diese ganze Abdeckung, was sie daraus gebastelt haben. Ne? Aber wie gesagt, damals, die Spanier haben gesagt, ja, wir haben die Flugzeuge noch im Dienst, die können wir euch leihen. Ne? 1956 wurde der Film gedreht, 57 kam er im Kino. Ne? Meistens steht über 57. Ja. So. Hurricanes, die man da sieht, sind alle Modell und die Spanier haben zur Verfügung gestellt 6 BF-109 Nachbauten, also spanischer H-1112, haben sie zur Verfügung gestellt für die Dreharbeiten, 6 Stück. Die Fieser Storch war auch eine spanische. Die haben die nämlich auch gehabt als Verbindungsflugzeug. Und die Spanier haben da sich das gut bezahlen lassen und haben diesen Film äußerst eifrig unterstützt. Der Film wurde übrigens in Spanien gedreht. Man wollte eigentlich nach Libyen den Film original in Libyen drehen, aber die Spanier durften die Flugzeuge nicht nach Libyen bringen, weil Spanien damals immer noch eine faschistische Diktatur war und international ein Embargo herrschte zu dem Zeitpunkt, ne, Franco und so weiter. Und deshalb durften sie keine Maschine mitnehmen und haben das ganze Ding dann in Spanien gedreht. Und zwar diese Szenen eben, die wurden alle bei Sevilla gedreht, diese ganzen Szenen. Und nachher, wo es richtig mit Sand war und so, kommen wir gleich noch zu, da haben sie in
haben sie auf Gran Canaria gedreht. In der Nähe von Las Palmas, da gibt es irgendwie so eine Dünenecke und da haben sie dann die richtigen Afrika-Wüsten-Szenen gedreht. Neuer Haufen Hurricanes aus Richtung City Barani. Da haben die aber ganz schön zu tun. Abschüsse? 11-14-2. Na, alles Gute. Danke, Hauptmann. Anfänglich hatte Marseille übrigens völlig wieder Probleme mit seinen Vorgesetzten dort in Afrika. Und zwar hat er bei seinen ersten Einsätzen teilweise die Formation verlassen, um auf eigene Faust Jagd zu machen auf Briten. Und das hat ihn richtig Ärger eingebracht. Das hat sich dann geändert, als er nach 13 Abschüssen im Mai 41 Leutnant wurde. Da ist er etwas disziplinierter geworden, der gute Stern von Afrika. Und der Oberleutnant, der jetzt gerade runterguckt, ne? Das ist der Tilkive, der ist ja in vielen Filmen dabei gewesen damals, Ritterkreuzträger in Afrika gewesen. Ja, hier ist er in einer Nebenrolle und ich weiß gar nicht, ob er hier groß irgendeine Sprachrolle hat oder so. Hast du noch jemanden, den man holen muss? Bis jetzt noch nicht, Hauptmann, alle nach oben. Jochen, hinter dir einer. Schon gemerkt. Danke. Hier 11-14. 11-14. Habe Treffer im Motoren stabil. Bitte kommen. Was ist, Jochen? 11-14. Temperatur steigt. 11-14 von Donau. Müssen Sie notlanden? Wie ist Ihre Position? Bitte kommen. Donau von 11-14. Blaue Licht. Position. Die Truppenuniformen sind alle schön nachgeschneidert worden, ne? Finde ich ganz nett geworden eigentlich. Hups, ganz nett geworden eigentlich. Elbe 14 war die Kennung, die Marseille die ganze Zeit über in Afrika hatte. Das war eine gelbe 14, die war aufgemalt auf einer Seite. Und sein Rufname war Elbe 14, nicht gelbe 14. War aber eine gelbe 14 aufgemalt. Joa. Man sollte ihn darauf hinweisen, dass er sich auch in der Luft zivilisiert zu benehmen hat. Ah, der gute Tilki hat doch was gesagt. Arbeiten Sie eine entsprechende Anweisung aus. Mir ist wichtiger, dass alle wiederkommen. Erster Abschuss 12:02. Emidora 1, eine Hurricane. Absprung nicht beobachtet. Sieht hübsch aus, was? Dass Sie damit überhaupt noch runtergekommen sind? Runtergekommen, Lütchen, wäre ich auf jeden Fall. Der zweite Abschuss auf Aufhinrich? Auch eine Hurricane, 12:10. Emidora 3. Hallo Jochen! Wie ist es denn so, wenn man die Engel singen hört? Wenn er so weitermacht, wird er bald mitsingen. Donnerwetter, das erinnert mich an meine Mutter. Die hat immer gesagt, Junge, du kriegst doch alles kaputt. Haji Aleph, was sagst du dazu? Na, der Onkel hat wieder mal Schwein gehabt, was? Darauf ist er doch abonniert, auf den ganzen Schweinestall. Wie viel hast du denn? Zwei. Ich hab bloß einen. Los, steig ein. Warum hast du eigentlich immer einen mehr? Mensch, Jochen, ich hab vielleicht Blut geschwitzt. Schicksal der Flugzeugführer auf Henrich? Unbekannt. Wieso Blut geschwitzt? Weil du wie ein Wilder dazwischen gestiegen bist. Na, er hat gedacht, die schmeißen mit Knallerbsen, aber dann waren es plötzlich doch lauter süße kleine Einschüsse. Sag mal, sammelst du die? Was, ich hab's genau richtig gemacht. Wenn die anfangen, Karussell zu fliegen, dann nichts wie rein und aufreißen. Das ist Wahnsinn, Jochen. Oberfeldwebel Marseille. Herr Major? Bei diesen Szenen sind sie auf Gran Canaria gewechselt, weil dort keine Palmen waren, haben die große Palm in Bottichen dann gebracht und hingestellt. Und auf Las Palmas hatten sie tatsächlich nur eine 109 dabei oder eine Bouchon.
eine nur dabei. Die anderen sind auf dem Festland geblieben und die haben eine in Kisten verpackt dort mitgenommen. Gran Canaria. Und wie gesagt, ich finde die Tropenuniform recht schick. Ja. Wie ich höre, haben sie nicht zwei, sondern drei abgeschossen. Ihre Maschine ist ja auch hinüber. Sie melden sich dann bei mir. Jawohl, Herr Major. Wem gehört denn der Hund eigentlich? Mir, Herr Major. Der ist mir so zugelaufen. So, zugelaufen. So sieht er ja auch aus. Hast du gehört? Melden. Was will er denn schon wieder von mir? Er wird dir dasselbe sagen, was ich dir auch sage. Du fliegst wie ein Verrückter. Freut mich, Sie zu sehen, Marseille. Dachte schon, ich müsste Sie holen. Danke, Hauptmann, aber alles gut gegangen. Vielleicht das nächste Mal. Mensch, was Vernünftiges habt ihr auch nicht, was? Der Mann mit dem Bier ist heute nicht gekommen, Herr Leutnant. Sieht er nicht neu aus? Oh ja, sehr neu. Verzeihung, ich weiß nicht. In dieser Szene kommt ein neuer Pilot, ein Unteroffizier, zuversetzt. Ne? Ja, man sieht hier halt, dass die Knöpfe sehen aus wie die von der Bundeswehr, ne? Die schönen Assmann-Knöpfe, Altsilber. Wie gesagt. Die Uniform haben sich echt Mühe gegeben. Tropenadler hatten sie wohl nicht. Dann haben sie normalen Adler auf blauen Grund genommen. Was damals sehr unüblich war zu dem Zeitpunkt, das war, dass man Kragenspiegel auf den Tropenuniformen getragen hat. Ne? Das hatte man am Anfang gemacht, wo die ersten Luftwaffeneinheiten nach Afrika kamen. Das waren erstmal Flak-Einheiten. Die hatten noch Heeres. Tropenuniform gekriegt und die haben sich halt zur Unterscheidung die roten Flak-Kragenspiegel auf die Heeresjacken genäht. Ne? Aber das, wie gesagt, ja, Kleinigkeit, geschenkt. Unteroffizier Klein, ich bin neu. Ja, ja, so sieht er aus, neu. Sieht er nicht neu aus? Oh ja, sehr neu. Was meinst du? Sowas von neu habe ich lange nicht gesehen. Hat er nicht Bügelfalten? Mhm. Tatsächlich hat er. Wie kriegt er die wohl weg? Wie meinen, Herr Oberfehnrich? Jetzt sollen wir ihn fragen, was er hier will. Vielleicht sagt er es uns. Ich bin Jagdflieger. Sollen wir ihm das glauben? Ich komme direkt von der Schule. Wie bald sehnt sich der Mensch zurück. Nach seiner Schule und der Kindheit Glück. Kommt, hört auf, sonst geht er wieder. Und wir haben dann nichts, um den Engländern Angst einzujagen. Da drin ist noch ein Bett frei. Danke, Herr Oberfehnrich. Verzeihung, Herr Oberfehnrich. Ich habe gesehen, Sie kommen gerade vom Feindflug zurück. Hm? Und auch welche abgeschossen? Ja, zwei. Gratuliere, Herr Oberfehnrich. Und ich habe noch nicht mal welche gesehen. Die sehen Sie noch früh genug. Die haben nämlich gerade auf so einen Kleinen wie dich gewartet. Wie meinen, Herr Leutnant? Jetzt lasst ihn aber endlich in Ruhe. Ihr macht ihn ja ganz... Nervös, willst du sagen? Nervös machen sich die Leute nur selber. Ich kenne einige. Mansfeld? Herr Major? Alle Staffeln morgen früh, 8.10 Uhr, Begleitschutz für Stuttgart und... So, ganz kurz nochmal, kleinen Korinthenkackerei. Die haben alle auf dem linken Unterarm das Ärmelband Afrika. Das ist schön, aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch gar nicht. Es gab es erst ab 43. Richtig wäre hier der blaue Ärmelstreifen Afrika auf dem rechten Unterarm. Das ist so eine kleine Sache, da hat wahrscheinlich keiner von denen dran gedacht. Das Ärmelband links am linken Arm war eine Kampfauszeichnung und der Ärmelstreifen auf dem rechten Arm wäre die Einheitszugehörigkeit für alle Luftwaffeneinheiten, die in Afrika stationiert waren. Ne? Gab fürs Heer ja das Afrika-Korps, da waren drei Divisionen bei. Nicht alle deutschen Einheiten gehörten zum Afrika-Korps, die in Afrika kämpften. Und die Luftwaffe hatten halt ein eigenes blaues Band mit silberner oder weißer Schrift. Afrika. Kleiner Fehler hier, ne? Geschenkt, aber ich wollte es nur anmerken, bevor dann einige von euch sagen, ob ich das denn gemerkt hätte. Ja, habe ich. Italienische Bomber gegen Tobruk. Morgen früh, 8.10 Uhr, alle Staffeln Begleitschutz Tobruk. Machen Sie den Befehl an fertig. Jawohl, Herr Major. Oberfehnrich Marseille, wie befohlen, zur Stelle. Na, kommen Sie mal näher, Sie Unglückshabe. Können Sie sich denken, weswegen ich es ja bekommen lassen? Ich weiß nicht, Herr Major. Ich nehme an, Sie haben Erfahrung in unangenehmen Gesprächen mit Vorgesetzten. Jawohl, Herr Major. Zumindest sehe ich das aus Ihren Personalpapieren.
Ich muss sagen, sind die eindrucksvollsten Personalpapiere der ganzen Luftwaffe. Jawohl, Herr Major. Jetzt lassen Sie mal den Major. Und jawohl müssen Sie auch nicht immer sagen. Setzen Sie sich, Marseille. Sagen Sie mir mal, leben Sie eigentlich gern? Ich? Ja, ich. Jawohl, Herr Major. Warum fliegen Sie dann wie ein Selbstmörder? Ja, Sie tun das, Marseille. Sie gehen dann die feindlichen Pulks rein, gegen jede taktische Erfahrung, als wären das harmlose Fliegenschwärme. Und dann kommen Sie nach Hause wie ein Kaffeesieb. Und morgen kommen Sie vielleicht gar nicht nach Hause. Dann kann Hauptmann Rosenberg Sie holen. Wollen Sie das? Nein, Herr Major, ich... Verstehen Sie mich richtig. Ich als Kommandeur hätte allen Grund, Ihnen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, großartig, lieber Marseille. Aber das sage ich nicht. Wenn Sie mir einen Vergleich gestatten. Ich komme mir vor wie ein Vater mit vielen Söhnen, der zwar möchte, dass Sie erfolgreich sind, der Sie aber auch nicht verlieren will. Sie verstehen, dass ich mir Gedanken mache über meine Söhne, wer sie sind und was sie werden wollen. Sehen Sie, das beschäftigt mich, Marseille. Wer Sie sind und wohin alles bei Ihnen zielt. Können Sie mir das sagen? Ich, Herr Major, ich... Was aus mir werden soll, was ich will. Fliegen und abschießen. Das ist zu wenig, Marseille. Für das, was Ihnen im Laufe der Zeit und immer mehr abverlangt wird. Ein Jagdflieger hat ständig die unmittelbare Begegnung mit dem Tod. So etwas erfordert Kraft, die nur aus der Persönlichkeit kommt, wenn man auf die Dauer solchen Begegnungen gewachsen sein will. So, und jetzt mal was ganz anderes. Damit der älteste Oberfehnrichter Luftwaffe endlich das Zeitliche segnet. Ich teile Ihnen hiermit Ihre Förderung zum Leutnant mit. Ich gratuliere Ihnen. Danke, Herr Major. Auch mein Glückwunsch, Marseille. Besten Dank, Herr Hoffmann. Ich lasse Ihnen noch was zum Trinken rüberschicken. Jawohl, Herr Major. Gratuliere, Marseille. Das war im Mai 1941, nach 13 Abschüssen wurde er Leutnant. Und tatsächlich hat er diese Ansage gekriegt von seinem Kommodore und danach wurde er disziplinierter, war nicht mehr so draufgängerisch. Ne? Hat also wahrscheinlich was gebracht, das Ganze. Danke. Ich danke Ihnen. Wofür? Für das, was Sie gesagt haben. Von den Söhnen. Die wir einen nach dem anderen verlieren. Und Marseille hat wirklich die meisten Abschüsse in der Stadt? Hat er. Imponiert ihr wohl mächtig, was? Ja, weil ich stelle mir das sehr schwer vor. Ich meine, wenn doch nur auch die anderen in der Luft sind. Und man muss alles richtig machen. Ist nicht schwer, nur ran und schießen. Denn alle die süßen kleinen Feinde sind sehr böse mit uns. Ja, ja. Ist denn morgen wieder ein Einsatz? Jeden Tag, Kleiner. Und dann musst du besser aufpassen als jetzt. Oh, Entschuldigung. Aber Marseille ist doch ein Held, was? Ja. Will dir mal was sagen, Kleiner. Und das Ritterkreuz will er. Will ich auch. Wollen wir doch alle. Mach bloß nicht so einen Quatsch drumherum. Was ist denn das, Mensch? Eine neue Platte? Wo kommt die denn her? Die habe ich mitgebracht. Ach nee, die mag ich nämlich. Da kenne ich jeden Ton von. Ich, Herr Oberfehnrich, wenn Sie wollen, ich schenke sie Ihnen. Schenken ist nicht nötig, sowas gehört hier allen. Und übrigens, wieso Oberfehnrich? Seit 3 Minuten bin ich der jüngste Leutnant der deutschen Luftwaffe. Hol Gläser, Kinder, der Alte schickt doch was rüber. Gratuliere, Herr Oberfehnrich. Herr Leutnant. Danke, Kleiner. Und morgen, weißt du, fliegst du mit mir, verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Wie geht's, Elbe 3? Danke, Elbe 14. Elbe Anton an alle. Privaten Sprechverkehr einstellen. Elbe Anton von Elbe 14. Hergen aus 11, etwa 40. Erbitte freie Jagd. Elbe 14 von Elbe Anton. Jagd frei. Alle anderen bleiben in Stuckas. Elbe Anton an alle. Steigen. Thank you.
Das mag jetzt blöd sich anhören, ne? Aber für damalige Zeit waren das ganz großartige Computertricks, ne? Dass man wirklich diese Masse an Flugzeugen da so ja, übereinander legte, die Filme, ne? Das war damals wirklich, Joachim Hansen erzählt in seinem Interview dazu, dass Adolf Galland bei der Premiere dabei war in Berlin. Und er dann fragte, wie man das denn gemacht hat mit den ganzen Flugzeugen, dass man die auf ein Bild gekriegt hat. Also es war damals was ganz Tolles. Ja. Elbe 3 von Elbe 14. Dranbleiben. Verdammt, da ist jetzt was los. Na, Englische, da ist schon wieder eine. Was ist denn mit Elbe 14? Achtung, wo ist Elbe 14? Sie wechselt doch, hier ist einer. Abschuss Elbe 2. Hallo, gratuliere. Achtung, wo ist Elbe 14? Was ist mit Marseille? Ist er abgeschossen? Wo ist Elbe 14? Wo? 20 Kilometer westlich, City El Barani. So, wir springen etwas. So. Dass man anfängt, über alles nachzudenken. Das ist wieder so eine Szene, ne? Das wäre heute unmöglich. Ne? Das ist der junge Roberto Blanco tatsächlich. Der junge Roberto Blanco in nicht seiner ersten Filmproduktion. Er hat damals schon vorher mitgespielt in einigen Dingern. War damals auch noch, keine Ahnung, der war knapp 20 oder so. Ne? Und in diesem ganzen Film ist der Roberto Blanco, spielt den Matthias. Bei Marseille gab es tatsächlich einen farbigen, den die ja, Überläufer gefangen genommen haben, keine Ahnung genau, ne? Die haben den damals ja, behalten, in Anführungsstrichen. Der ist also nicht ins Kriegsgefangenenlager gekommen, sondern der hat nachher gekocht, die Wäsche gewaschen, was ich weiß alles für die, ne? Und in diesem Film ist das echt so eine Art wie so ein Tanzaffe, ne? Wie so ein Tanzbär. Also richtig so, oh, würde heute keiner mehr machen, so eine Vorstellung, ne? Der hat übrigens eine amerikanische HBT-Hose an. Modell 43. Egal. Kleinigkeit. Aber wie gesagt, Roberto Blanco in einer echt, ich finde die Rolle völlig schlimm, ne? Aber damals war es halt, ja, lustig. Guckt euch den an, der Junge ist großartig.
Naja. Wie geht's? In Ordnung. 8:58. Das ist noch nie da gewesen. Das ist einmalig. 8 an einem Tag. Das war am 22.02.42. Da hat er das Ritterkreuz gekriegt. Ja. Also Mutter, 54 Abschüsse. Tja, ich weiß nicht. Ich glaube... Ihr wäre es bestimmt lieber, ihr seht sie auf dem Sofa. Wir auch. Jochen ist sehr ehrgeizig. Er war das immer. Auf Mühen gescheut. So, weiter geht's. Eine Gipfelleistung an der Organisation. Bitte. Na, von heute ab, ihr ergebener Diener. Matthias, als persönliches Eigentum von Leutnant Marcel kannst du dir leisten, von heute ab etwas lässiger zu grüßen. So. Er macht alles, kocht, wäscht, mixt jedes Getränk und bringt Leben in die Bude. Los, Matthias. Der britischen Truppen hat ihren Höhepunkt erreicht. Mit gewaltiger Überlegenheit an Truppen und Material stürmen immer neue Divisionen gegen die Soldaten Rommels. Tobruk wurde aufgegeben. Den habe ich doch nicht verloren. Prost. Sie verlassen sich auf ihren Oberbefehlshaber, auf den Generalfeldmarschall Rommel. Seine Panzer tragen Tod und Verwirrung in die Reihen der angreifenden Gegner. Kilometerweit sind die Rauchsäulen der brennenden britischen Panzer zu sehen. Ununterbrochen feuern die deutschen Flakgeschütze. Trägt die Truppen zum Gegner. Meine Herren, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie die Lage ist. Wir können vorläufig nicht mit Ersatzmaschinen rechnen. Das Material ist knapp. Treibstoff haben wir nur noch für wenige Tage. Und das ausgerechnet jetzt, wo wir uns in der Luft einer zehnfachen Übermacht gegenübersehen. Ich weiß, dass ich viel von Ihnen verlange, was unmöglich ist. Aber uns bleibt keine Wahl. Sind die später für Marseille? Elbe 2, Achtung, Exil! Danke, Elbe 14. Hoppla! Ich weiß noch gar nicht, wo man hingucken soll vor lauter süßen kleinen Feinden. Elbe 2, Elbe 2, was ist denn Elbe 2? Hier, Elbe 2, aber Treffer im Motor! Achtung, Elbe 2! Raus, los, aussteigen! So, er ist jetzt in Berlin, kriegt das Ritterkreuz, kriegt die Schwerter. Vielleicht warten die noch ein bisschen.
Hallo, Marseille. Sie denken doch nicht an sowas. Ja. Sollen Sie bloß nicht einbilden, dass ich... So. Gegen den Sand. Komm, guck. Ich... Ist das ernst? Und so ein... Bild bei Ella! Achtung, Jochen, hinter dir! Vielen Dank, schon gesehen! Die Tommy soll sich warm anziehen, Marseille ist wieder da. Kannst du das nicht rüberfunken? Absolut 11:14, letzter! 6 und heute Vormittag 4, sind ja 10. Das ist ja... Guck! Das war's, was ich dir noch... So, auf dem Rückflug am 30.09.42 hatte er einen Motorschaden. Der Öl sprotterte und er musste aussteigen. Scheibe verschmiert, ich sehe nichts mehr. Wir führen dich. Mehr links halten. Ist nicht mehr weit. Oder willst du raus? Ich weiß nicht, ob ich es mit El Alamein aushalte. Aber ich versuch's. Liege ich? Die linke Fläche hängt. Willst du nicht lieber raus? Achtung! Weitermachen. Elbe 14 qualmt, Sie leiten ihn. Muss er runter? Er ist noch hinter El Alamein, Herr Major. Noch 3 Minuten. Höher ziehen. Geht's noch, Jochen? Elbe 14, Marseille, melden Sie sich. Elbe 14, hier Elbe Anton. Verstehen Sie mich? Abspringen, raus, wo Sie auch sind. Hören Sie, Elbe 14. El Alamein, über der deutschen Linie. Wir haben es geschafft, Jochen. Jetzt aussteigen. Das Kabinendach ist weg. Der Jochen ist raus. Elbe Anton, hier Elbe Anton. Was ist denn so gut rausgekommen? Der Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Was ist los? Was ist mit Elbe 14? Der Fallschirm ist am Eiswerk hängen geblieben. Er ist dagegen geschlagen. Ja, das war sein Ende. 158 Luftsiege, 388 Einsätze und er hat Motorschaden gehabt. Er ist in Rückenlage, er hat das Kabinendach abgeworfen, ist damals in Rückenlage gegangen, damit er schnell rauskommt und nicht am Heck, nicht vom Heckleitwerk getroffen wird. So heißt es. Und er war schon im Sturzflug begriffen, in Rückenlage, ist dann ausgesprungen und wurde dann trotzdem vom Heckleitwerk erwischt und war wahrscheinlich bewusstlos oder gleich tot. Jedenfalls ist er dann ohne Fallschirmöffnung auf den Boden aufgeschlagen. Interessant ist, dass er zu dem Zeitpunkt fertig war. Rommel hat mit ihm gesprochen einmal bei einem Empfang. Und Rommel hat gesagt, der Mann braucht dringend Urlaub, weil er völlig am Ende ist. Er war übermüdet, er hatte Depressionen, er konnte nicht mehr schlafen. Er hatte Stresssymptome, war nervös. Und ja, er war jung. Damals Deutschlands jüngster Hauptmann ist er gewesen. Und da war es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann es ihn irgendwie erwischt. Und wahrscheinlich hätten alle gedacht, er wird im Kampf abgeschossen, aber dann war es doch ein simpler Motorschaden, der den Tod brachte für ihn. Ne? Das war schon schlimm. Beerdigt wurde er erst in der Nähe von Derna und später wurde er exhumiert nach dem Krieg und wurde in Tobruk in dem großen Kriegsgräberfriedhof und Ehrenmal bestattet. Da liegt er nun heute noch. Ja, was hat er gekriegt? Am Ende hatte er die Brillanten, Eichenlaubschwert und Brillanten gehabt und ja, das war's halt für ihn. Thank you.
Das originale Heckleitwerk übrigens war früher mal im Luftwaffenmuseum in Uetersen. Und ich weiß nicht, ob es mit nach Gartow gegangen ist oder wo es sonst jetzt ist. Ne? Also ich denke mal, das wird jetzt auch in Berlin-Gartow im Luftwaffenmuseum sein. Früher war es jedenfalls in Uetersen, da konnte man es angucken. Wenn einer von euch weiß, wo es jetzt ist, ich weiß es gar nicht aktuell. Seine Braut hat jetzt die Nachricht gekriegt, dass er gefallen ist. Kam damals mit Sicherheit leider öfter vor. Ja, das war der Film Sterne von Afrika. Dauert 1,5 Stunden. Also exakt 99 Minuten dauert der Film. Schwarz-Weiß. 1956 gedreht, 57 im Kino. Wenn es interessant ist, kauft euch die DVD bitte. In der Hoffnung, dass es weiter die alten Klassiker irgendwann mal gibt. Eins noch, so ein kleiner, naja, Fun Fact, ne? Eine kleine Anekdote zu dem Film. Als die den Film in Spanien gedreht haben, und zwar haben sie den Film im Frühjahr gedreht, 56, da war das einer der kältesten Frühjahre in Spanien. Das heißt, die hatten es teilweise nur um die 10 Grad und sind dann dort die ganze Zeit bei den Dreharbeiten in Tropenuniform, kurze Hose und teilweise freiem Oberkörper rumgelaufen, weil man war ja in der Wüste. Und gibt es einige Berichte darüber, wie die Darsteller, also die Soldaten, Schauspieler, wie die da gefroren haben die ganze Zeit über, weil sie da ja Wüste spielen mussten. Der Film hat ein bisschen Kritik gekriegt, weil dass er generell nämlich recht kritiklos ist. Ne? Man hat zwar zum Schluss das Ding gehabt, dass ja, er gefallen ist und seine Verlobte dann die Nachricht kriegt, dass er tot ist, aber im Allgemeinen wurde kritisiert, dass der Film wirklich mehr ein Abenteuerfilm ist und alles fantastisch ist und dieses ganze Grauen und die Verluste immer eher so ein bisschen am Rand zur Sprache kommen. Das war so die Kritik damals. Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn nicht wirklich gut. Ich finde ihn sehr schön, weil man dort halt schöne BF-109 G2 als Spanien-Nachbau sieht. Das finde ich ganz ja, beachtlich hat man sie ja sonst nicht. Ne? Ein anderer Film eigentlich, wo man das noch sieht, wo auch spanische Bouchons im Einsatz waren, das war halt hier Luftschlacht um England von 68, meine ich, ist der. Da hat man auch die Spanien-Nachbauten benutzt. Und im Film Memphis Belle von 98, weiß ich gar nicht genau, ich glaube 98 ist der, da hat man auch spanische 109er genommen. Aber gut. Ja, wie gesagt, mehr gibt's. Ihr habt den Film jetzt im Großen und Ganzen gesehen, jedenfalls die militärischen Szenen. Die Familienszenen habe ich mal weggelassen. Und ja, nochmal in die Kamera gehalten. Gibt es bei Amazon und bei anderen Dings, bei anderen Läden. Ich habe das Ding, glaube ich, hier bei Müller. Die haben eigentlich überall so eine Gerümpelecke mit CDs und DVDs, ne? Wo die alle für wenig Geld oben reihenweise stehen. Und da ist der meistens auch bei. Da sind diese alten 50er-Jahre-Filme eigentlich auch mal dabei. So, das war's. Eine kleine Schau der Sterne von Afrika.
von 1956 mit Joachim Hansen, Horst Frank und vielen anderen, Hans-Jörg Felmy. Ja, habt ihr den Film gesehen? Würde mich interessieren, was meint ihr dazu? Stören euch so kleinere Uniformfehler? Mich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Ich gucke da einfach drüber weg und sage, naja, ich habe es erkannt und sage, ja gut, komm, weg damit. Ne? Gerade damals. Heute würde ich es mehr kritisieren, weil heute die Möglichkeiten anders sind. Und damals, 56, ne, 11 Jahre nach Kriegsende, war das wahrscheinlich etwas anders, was die Ausstattung so betrifft. So, gut. Das war's. Ende Gelände, aus die Maus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, es war ein bisschen informativ, hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.